Hof ist von meinem Opa schon, auf meinem Vater hat noch weitergemacht. In den 70er Jahren, früher war es ein typischer Gemischbetrieb mit ein bisschen Viehwirtschaft, mit Ackerbau, ein bisschen Weinbau ist eben schon dabei gewesen. Und in den 70er Jahren ist dann vermehrt Wein oder vermehrt Reben gepflanzt worden. Und mit der Gründung eigentlich von der Genossenschaftskellerei ist der Weinbau da im Eisacktal so in Schwung geraten. Wir haben dann selber 2003 angefangen, die Trauben selber zu keltern und daraus einen eigenen Wein dann zu machen. Ein Produkt vom Anfang bis zum Ende zu begleiten, ist das Einzige, was ein Bauer so umgehen kann. Für uns ist es wichtig, mit der Natur, in der Natur zu arbeiten und das dann möglichst unverfälscht dann eben in die Flasche zu bringen. Das Eisacktal ist eigentlich sehr bekannt von Silvaner. Es ist ein Aushängeschild auf unserem Betrieb mit dem grünen Veltliner. Was da bei uns ein bisschen exotisch und wir den schon jetzt seit fast 25 Jahren anbauen. Die Weine unterscheiden sich eigentlich dadurch, dass sie, ich sage mal, mehr Charakter haben. Sie sollen schon ziemlich, sie können oft einmal ein bisschen widerspenstig sein. Sie müssen nicht allem geradlinig und klar und sofort erkennbar sein. Sie können ein bisschen sagen, was sie haben. Und, aber trotzdem sollen sie allem die frische Mineralität vom Eisacktal haben.